Was bedeutet Disruption? Disruption bedeutet nichts anderes als Zerstörung. Und eine disruptive Firma ist nichts anderes als eine Firma, die irgendwas produziert, irgendwas macht, was andere Industrien gefährdet. Zerstört, könnte man so sagen. Und Tesla ist eine dieser Firmen im Bereich Mobilität. Der Bereich Mobilität ist einer der wichtigsten Bereiche unserer modernen Gesellschaft. Kurzes Beispiel, wenn du nur noch gerade mal vor 200 Jahren hättest in München gelebt und hättest deine Bekannten in Hamburg besuchen wollen, hätte dich das mindestens 3 Tage gekostet. Ja? Oder wäre vielleicht sogar unerschwinglich für dich gewesen, wenn du nicht in der höheren Kaste gewesen wärst, der Bürgerschaft oder was. Heute setzt du dich einfach irgendwie ins Auto oder in ein Flugzeug für 50 Euro, ja, fliegst dahin in einer Dreiviertelstunde. Mobilität ist einer der wichtigsten Bereiche überhaupt, die unsere moderne Gesellschaft definiert. Dieser wichtige Bereich und dann noch das dazu, dass Tesla was macht, was letztendlich die traditionelle Autoindustrie gefährdet bzw. zerstört oder ja, sehr stark angreift zumindest, ja, ins Schwanken bringt und zumindest mal ins Nachdenken. Ja? Diese Kombination macht die Tesla-Aktie so volatil. Und hier gibt es natürlich entsprechend Chancen und Risiken. Es gibt eine ganze Menge Leute, die sagen, schön, was die machen. Die sind disruptiv. Pioniere. Ja, die Number One in ihrer Branche, was die Technologie betrifft, was den Drive betrifft. Innovationskraft Nummer 1 in dieser Branche. Aber auf der anderen Seite sagen die auch gleichzeitig, ja, die Firma ist nicht wirklich rentabel, nicht wirklich profitabel. Die Art und Weise, wie sie gemanagt wird, ist viel zu riskant und es ist eigentlich nur eine Frage an Zeit, nur eine Frage der Zeit, dass das Ding komplett bergab geht. Und deswegen gibt es und es gibt wirklich eine ganze Menge Leute da draußen, also große Manager von großen, 100 Millionen fondsschwere Manager, die davon fest überzeugt sind und hier sogenannte Short-Positionen immer wieder positionieren. De facto ist die Tesla-Aktie die am meist geschortetste Aktie. Das heißt, die Aktie, wo die meisten Verkaufsorders draufliegen, ja, weil die Leute überzeugt sind da draußen, die Manager und so weiter, Experten, Investoren, dass das Ding bergab geht. Und all diese Faktoren, ja, münden dann immer wieder in einen sogenannten Short Squeeze. Und hierzu habe ich dir ein extra längeres Video gemacht und das kannst du dir hier oben anschauen, ja. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du hier meinen Kanal abonnieren und dann sehe ich dich in einem anderen Video. Das ist ein wirklich, wirklich spannendes Thema, wo Chancen und Risiken liegen. Und wenn du die einigermaßen verstanden hast, dann kannst du da immer wieder mal ein bisschen abschöpfen. Und Näheres dazu, wie gesagt, in diesem Video. Bis dann, ciao.